Abend, liebe Männer und Frauen, liebe Freunde der Geldreform. Eine Idee braucht weniger als eine Sekunde, um die Welt herumzukreisen. Aber sie braucht manchmal Wochen, Monate, Jahre, um die letzten 2-3 Zentimeter durch die Schädeldecke zu schaffen. Einige schaffen es nicht in ihrem jetzigen Leben, die erkennen es erst auf dem Sterbebett. Wir haben jetzt 30 Minuten Zeit, um das zu erreichen, wovon andere oder voran andere vielleicht ein ganzes Leben lang daran arbeiten. Die Sache, um die es heute Abend geht, ist eigentlich ganz einfach. Und weil sie so einfach ist, ist sie auch relativ schwierig zu verstehen. Sie lesen hier das Zitat eines bekannten amerikanischen Ökonomen, der hat verschiedene Präsidenten beraten und er sagt, Sie können es lesen, der Prozess mit dem Banken Geld schöpfen ist so einfach, dass sich der Verstand dagegen wehrt. Aber das, was ich Ihnen heute Abend erzählen werde, das ist nicht das, was zum Beispiel der Umbau ich sage, sondern das steht, das sagt auch die Nationalbank, das sagt die Bundesbank, das sagt das Federal Reserve System, das sagen eigentlich alle Zentralbanken und die wissenschaftliche Literatur bestätigt das. Das meiste Geld, das heute im Gebrauch ist, etwa 85% davon, das ist ja unbares, das sind unbare Giroguthaben. Das erleichtert den Zahlungsverkehr, man tauscht Zahlen aus über irgendein Computernetzwerk, das ist viel einfacher als mit Bargeld zu hantieren. Und genau dieses unbare Geld, das ist das, was die Banken zum größten Teil selber schöpfen. Ich habe Ihnen gesagt, das sagt nicht nur der Pfluger, das sagt auch die Nationalbank hier. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, das ist ein Ausschnitt aus einer Broschüre der Nationalbank, die ich immer gerne mitnehme. Die Nationalbank und das liebe Geld. Und wenn ich mich richtig erinnere, auf Seite 19 steht dieses Zitat: Die Banken schaffen neues Geld, indem sie Kredite verleihen und vergeben. Seite 19 auf dieser Broschüre, man kann sie hinten umsonst mitnehmen. Wie funktioniert dieser Prozess? Stellen Sie sich vor, Sie seien da, diese Person A, im Besitz von 10.000 Franken Bargeld. Sie gehen auf eine Bank, deponieren es, die Bank schreibt Ihnen es auf dem Konto gut. Sie finden da die 10.000 Franken auf dem Kontoauszug. Das ist unbares, das Bargeld hat sich in unbares Giralgeld verwandelt. Als nächstes kommt ein Kleinunternehmer, der träumt von einem Computer, der kostet zufälligerweise 9.750 Franken. Wir kommen dann noch darauf zurück, warum. Und er geht zur Bank und will also einen Kredit und er kriegt die 9.750 Franken. Derweil bleibt das Geld der Person A bleibt nach wie vor im Besitz dieser Person. Sie muss dafür Steuern bezahlen, also sie ist unzweifelhaft der Besitzer und sie kann auch damit Rechnungen bezahlen. Es ist also Geld. Der neue Besitzer, der Besitzer dieses neuen Geldes, die Person B kann mit dem, was die Bank auf dem Konto gut steigt, auch Rechnungen bezahlen. Es ist also auch Geld. Die Geldmenge hat sich in diesem Beispiel um 9.750 Franken erhöht. Es wandert dann weiter, es geht zum Computerhändler. Der Computer ist jetzt mittlerweile bei der Person B. Das Geld ist auf der Bank des Computerhändlers, wird dort auf dem Konto gut geschrieben und die ganze Sache kann weitergehen. Es kommt ein weiterer Kreditnehmer, der kriegt jetzt nur noch 9.506 Franken 25. Warum? Weil die Bank 2,5% im Minimum zurückbehalten muss. Das ist die Mindestreserve. Wenn sie also 10.000 Franken kriegt, kann sie nur 9.750 Franken weiterverleihen. 2,5% ist die gesetzlich vorgeschriebene Mindestreserve in der Schweiz. Im Euroraum beträgt es seit dem 16. Januar, glaube ich, beträgt es noch 1%. Sie können sich vorstellen, dass dieser Mindestreserve-Satz ein relativ wichtiger Faktor ist. Wie lange geht dieses Spiel weiter? Ich weiß nicht, ob man das von hinten sieht, da das kleine rote Fleck da, links unten, das sind die 10.000 Franken. Auf dem Weg durch das Bankensystem können daraus dann 400.000 Franken entstehen. Aktuell beträgt die Mindestreserve, liegt ungefähr bei 8%, liegt also etwas
einiges über dem, dem gesetzlich vorgeschriebenen Wert von 2,5%, aber es ist immer noch erheblich, wie viel Geld die Banken selber schöpfen können. Und das ist Geldschöpfung. Die Nationalbank bestätigt es in dieser Broschüre an mehreren Stellen, dass das ist der Prozess der Geldschöpfung, von dem ungefähr 85% der Zahlungsmittel betroffen sind, die heute im Umlauf sind. Also die Banken machen die ganze Sache selber. Sie können sich vorstellen, dass das einige Probleme gibt. Abgesehen davon, dass man es eigentlich fast nicht glauben kann. Weil alles, was man in den Zeitungen liest, sagt einfach etwas anderes, aber das ist die Wahrheit. Und Sie können es nachlesen, hinten, wie gesagt, schon einmal erwähnt, die Broschüre der Nationalbank. Also, die Probleme der privaten Geldschöpfung. Zum einen, das ist nicht gesetzliches Zahlungsmittel. Wir haben in der Schweiz ein Gesetz, das heißt, das ist das Gesetz über die Währung und die Zahlungsmittel, BZG, von 1999. Da sind die gesetzlichen Zahlungsmittel abschließend aufgeführt. Es sind Münzen, Banknoten und Sichtguthaben bei der Nationalbank. Sichtguthaben wären also unbares Guthaben bei der Nationalbank. Ich habe mir gedacht, ich möchte auch gesetzlich so unbares Zahlungsmittel haben, habe die Nationalbank angerufen und gesagt, ich möchte gerne ein Konto eröffnen. Geht nicht. Ich wusste es natürlich, dass es nicht geht. Ich bin ja keine Bank. Ich wurde dann, gab ein interessantes Gespräch, ich wurde mit der Rechtsabteilung der Nationalbank verbunden. Und die haben mir dann ausführlich Auskunft gegeben unter Bedingung, dass ich den Namen meines Informanten nicht nenne, mache ich gerne nicht. Es ist so, dass sich der Bundesrat der Tatsache bewusst ist, dass es nicht gesetzliche Zahlungsmittel ist. Es gibt eine Botschaft zu diesem Gesetz, wie zu allen Gesetzen. Und da schreibt der Bundesrat, wenn ich es wörtlich zitieren kann, es gibt zwischen dem Bankenbuchgeld, also nein, er sagt, ja, zwischen Bankenbuchgeld, der Banken, Großbanken, Regionalbanken etc. und dem Nationalbankgeld besteht ein genuiner Unterschied. Und es wird ganz klar festgehalten, dass das Bankenbuchgeld nicht gesetzliches Zahlungsmittel ist. Jetzt muss man sich vorstellen, dass die Steuerbehörden, wenn sie da mit gesetzlichem Zahlungsmittel vorbeikommen, können sie ihre Steuern nicht mehr zahlen. Und allein schon daran merkt man, dass sich hinter dieser Rechtsfrage des Geldes eine eigentliche Zeitbombe versteckt. Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch Artikel 99 der Bundesverfassung. Da wird das Geld- und Währungswesen dem Bund zugeschlagen. Nur der Bund darf Münzen und Banknoten herausgeben. Die Entwicklung, die technische Entwicklung mit der Zunahme des elektronischen Zahlungsverkehrs hat diese Bestimmung irgendwie ein bisschen obsolet gemacht, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das nicht auch mit Absicht entstanden ist. Der Paragraph wurde nämlich bei der letzten Verfassungsrevision wurde der revidiert. Also man hätte damals eigentlich schon wissen müssen, dass wenn der Bund zuständig sein soll für das Geld- und Währungswesen, dass er auch die unbaren Zahlungsmittel da mit einbeziehen musste. Es gibt natürlich weitere Probleme. Wir lesen immer wieder, dass die Nationalbank die Geldmenge kontrolliert. Stimmt einfach schlicht und ergreifend zu höchstens, ich würde mal sagen, zu 1-2%. Warum? Gehen wir zurück zu dem Beispiel mit den 10.000, mit den 10.000 Franken Kredit, die da von einer Bank gewünscht wurden. Nehmen wir mal an, die Bank hätte die 250 Franken nicht, die sie als Mindestreserve halten muss, um diesen Kredit zu sprechen. Dann muss sie auf die Nationalbank gehen und die 250 Franken als Kredit aufnehmen, eine Sicherheit hinterlegen und sie muss für diesen Kredit von der Nationalbank Zins bezahlen, den sogenannten Leitzins, 1%. Der Kreditnehmer, der bezahlt 6%, also bei diesem Zahlenbeispiel bezahlt er 600 Franken im Jahr. Die Bank, die Mindestreserve bei der Nationalbank holen muss, zahlt 1% von 250 Franken, das sind 2,50 Franken, eine wunderbare Marge. Mit diesem Leitzins sagt nun die Theorie oder sagt die Nationalbank, werde die Geldmenge effektiv gesteuert. Es ist schlicht und ergreifend, es ist einfach nicht wahr. Aber, weil es immer wieder wiederholt wird, glauben wir es alle. Die Kontrolle ist auch nicht sehr ausgeprägt. Die Banken können nämlich
Kredite gewissermaßen ad libido, können die nicht sprechen, die müssen die periodisch, müssen sie ihre Ausstände melden, damit die Nationalbank kontrollieren kann, ob genügend Mindestreserve da ist. Aber wirkliche Kontrolle besteht da nicht. Weiteres Problem. Sie werden eigentlich immer wie schlimmer. Wir alle meinen, Geld sei ein Wert. Das hat vielleicht historische Gründe. Nicht früher hat man mit Fellen bezahlt, mit Perlen. Das war kein symbolischer Wert, aber Felle, das war ein realer Wert. Salz war lange ein Zahlungsmittel, war auch ein realer Wert. Unsere Vorstellung von Geld beruht eigentlich darauf, dass es einen Wert darstellt. Dann kam das Gold, das hat eigentlich keinen Realwert, aber es hat einen sehr hohen Symbolwert, kann auch nicht vermehrt werden. Papiergeld mit Golddeckung ist noch ein bisschen weniger wert und jetzt haben wir also zu 85% mindestens haben wir ein Geld, das eigentlich nur aus einer Schuld besteht. Also es ist eigentlich ein Negativwert. Es ist ein Wert, der erst noch geschaffen werden muss. Und Sie ahnen es, dieser Wert wird nicht geschaffen werden können. Es geht nicht. Wir sehen es dann noch. Weiteres Problem. Was geschieht mit diesem Geld? Wenn wir in der Zeitung lesen, dass die Banken Kredite verleihen, dann denken wir immer an Häuslebauer oder an Leute, die ein Auto kaufen wollen und keines haben oder auf alle Fälle an realwirtschaftliche Vorgänge. Irrtum. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber die Schätzung, dass ungefähr 75% der Kredite gar nicht in die Realwirtschaft fließen, sondern zum Kauf von irgendwelchen Wertpapieren dienen, die ist nicht aus der Luft gegriffen. Also eine englische Organisation, Positive Money, beziffert den Wert sogar auf 90%, wobei sie, ist egal, warum ich diesen Wert nicht für wirklich zuverlässig halte, aber 75%, ein Drittel, ein Viertel Realwirtschaft, drei Viertel Finanzwirtschaft, das ist eine gute Daumenregel. Warum? Die Geldmenge ist in den letzten 20 Jahren viermal schneller gestiegen als die Gütermenge. Das heißt, es wurden Werte aufgeblasen, ohne dass die Wirtschaft eine reale Basis dazu lieferte. Das heißt, das Geld ging in die Finanzwirtschaft. Da werden halt irgendwelche Titel werden gekauft und wenn das Geld in die Finanzwirtschaft geht, dann heißt das, dass man dort auch, ich sag mal, virtuell Geld verdienen kann. Und das führt uns zum nächsten Problem. Das Ganze ist natürlich ziemlich schädlich für die Realwirtschaft. Nicht, wenn man in der Finanzwirtschaft doppelt so gut verdient oder dreifach oder x-fach so dick verdient, wie durch harte, normale Arbeit an realen Dingen und realen Dienstleistungen, dann wandert das Geld halt dorthin, wo es leichter geht. So funktioniert es. Und die Realwirtschaft, der fehlt das Geld. Und die Konsequenzen kennen wir. Löhne sinken, Arbeitsplätze werden abgebaut, man wandert, werden ausgelagert in Billiglohnländer. Qualität sinkt, wir können es nicht mehr hören, nicht die ganze. Dann, ich habe Ihnen gesagt, die Probleme werden immer schlimmer. Nicht, wenn alles Geld Kredit ist, auf das Zins bezahlt werden muss, dann verstecken sich die Kapitalkosten und die Zinskosten in den Preisen der Güter. Weil alles Geld in seinem Ursprung Kredit ist. Als ich mich erstmals mit dieser ganzen Thematik zu befassen begann, das war 1987, sprach man noch von 30% der Kapitalkostenanteil in den Kosten der Güter. Mittlerweile sind es 40%. Im Fall des Bieres sind es 40%, also Sie dürfen Ihr Glas bis an diese Stelle austrinken und den Rest müssen Sie einem Banker oder einfach einen Kapitalbesitz geben. Das ist der Durchschnitt der Kosten. Bei einzelnen Produktekategorien oder Dienstleistungskategorien ist es weniger. Das Hahnenwasser ist etwas das sind die Kapitalkosten, muss ich aufpassen, was ich sage. Das kann ich nicht bestätigen. Auf alle Fälle, die Kosten sind sehr unterschiedlich, aber im Durchschnitt 40% von dem, was Sie an Preisen bezahlen, sind Kapitalkosten. Beim Wohnungsbau übrigens
da gibt es Zahlen aus dem sozialen Wohnungsbau in Deutschland, da sind es 78% Kapitalkosten, die restlichen 22% gehen an den Landbesitzer, den Baumeister, den Schrein, die ganzen Handwerker, den Architekten, den Hauswart, und aber 68% von dem, was die Leute Miete bezahlen, sind reine Kapitalkosten. Warum ist das Umverteilung? Nicht, wenn wir am Jahresende den Bankauszug kriegen und dann finden wir da ein bisschen Zins drauf, 10 Franken, 20 Franken, 200 Franken, vielleicht auch wenn es 2.000 oder 3.000 Franken sind, egal wie viel oder wie wenig, wir haben das Gefühl, ach, wir zählen auch zu den Profiteuren des Zinses, wir haben ein bisschen, das Geld hat für uns gearbeitet, nicht? Aber man muss die Rechnung ganz machen, nicht? Wenn wir 40% der Kosten, der Preise, die wir bezahlen, wenn 40% von den Kapitalkosten sind, dann können Sie Ihre Haushaltsausgaben nehmen, 50.000 Franken zum Beispiel, um die Rechnung einfach zu machen. Wenn Sie Haushaltsausgaben haben von 50.000 Franken, dann bezahlen Sie 20.000 Franken Zins, irgendwohin. Und dann nehmen Sie den Bankauszug und vergleichen, welche Zahl größer ist. Und dann sehen Sie, ob Sie zu den Profiteuren oder zu denjenigen gehören, die da drauf zahlen. Ich kann Ihnen verraten, Sie müssen mindestens 2 Millionen haben, dass Sie Kapitalzinstragend anlegen, um zu den Nutznießern zu gehören. Also es findet eine Umverteilung statt. Diese Grafik da zeigt die Zinsausgaben, das sind die schwarzen Säulen, und die Zinseinnahmen, das sind die gelben Säulen, für je 10% der Bevölkerung. Ganz links die armen Teufel, ganz rechts die reichen, einfach die eher reichen Leute. Man sieht, die Grenze ist irgendwo bei 85, 86, 87%. Also 13% der Bevölkerung, hängt natürlich immer auch darauf an, in welchem Land man lebt, das Zinsniveau, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Die Grafik stammt von Helmut Kreuz, einem Geldanalytiker aus Deutschland, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, das Geldsyndrom, wo er die ganze Volkswirtschaft in Zahlen durcheinander nimmt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht zu lange mache. Also, man sieht, es ist nicht ganz so, wie Occupy sagt, dass 91% draufzahlen und 1% profitiert. Also es sind 13% ungefähr, die profitieren. Aber auch das ist eine erhebliche Umverteilung. Und was diese Grafik nicht zeigt, wenn man da jetzt statt 10er-Gruppen, 10% Gruppen der Bevölkerung nehmen würde, sondern 1% Gruppen, dann müssten wir in einer anderen Zahl diesen Vortrag halten, nämlich im Prime Tower. Wie heißt der, nicht? Also das höchste Gebäude von Zürich. Und wir müssen eine Grafik machen, die dort mindestens unter das Dach geht. Weil die Profite des obersten 1% sind derart gigantisch, das lässt sich einfach gar nicht mehr darstellen. Es findet eine riesige Umverteilung statt. In Deutschland, da weiß man ein bisschen mehr, da hat es auch ein bisschen mehr geldkritische Professoren. Da betragen die Zinszahlungen zurzeit 330 Milliarden pro Jahr, also 1 Milliarde. Fließt jeden Tag von den Leuten, die arbeiten, die etwas leisten, zu den Leuten, die nichts leisten. Das ist die Leistungsgesellschaft. Ich habe gesagt, die Probleme werden immer größer. Das größte Problem der Kreditgeldschöpfung ist das, dass die Bank, die das Geld schöpft, nur die Kreditsumme zur Verfügung stellt, aber nicht das Geld, das sie dann schließlich zurückfordern wird. Wenn Sie also zum Beispiel ein Haus bauen, kostet 1 Million, dann müssen Sie, wenn Sie 5% zahlen, die Zahlen sind ein bisschen gefrisiert und einfach praktisch gemacht, also 5% nach 30 Jahren müssen Sie, wenn Sie in 30 Jahren amortisieren, müssen Sie ungefähr 2 Millionen zurückbezahlen. Die Bank macht nur das Geld, die Bank schöpft nur die Million, aber nicht die 2 Millionen, die sie zurückhaben will.
Folge ist, logischerweise, es hat immer zu wenig Geld. Es hat nie genug. Und das Versprechen des Kapitalismus, dass wir durch tüchtige Arbeit frei werden und dass wir es zu Wohlstand bringen, das stimmt immer nur für eine kleine Minderheit, und die Minderheit wird erst noch immer kleiner. Weil wenn es immer zu wenig hat, dann wird auch der Konkurrenzkampf um das Wenige wird der Konkurrenzkampf immer schärfer. Weil man nicht alles zurückbezahlen kann, weil es ja zu wenig hat, wachsen die Schulden mit Zins und Zinseszins. Wachsen immer schneller als die verfügbaren Mittel. Also die Möglichkeiten, die Schulden zurückzubezahlen, die werden jeden Tag werden die schlechter, jeden Tag wird es schlimmer. Als Konsequenz, wenn die Kapitalkosten steigen, wenn die Forderungen des Kapitals größer werden, dann muss man sparen, wo man kann, Löhne sinken, und da muss ich Ihnen sagen, dass wir in der Schweiz nicht einfach nur zum Fenster hinausschauen können oder ein bisschen mit den Nachbarn sprechen, um die Situation in der Welt zu verstehen. Wir sind ein enorm privilegiertes Land. Unser Land ist glücklicherweise nicht so hoch verschuldet wie die allermeisten anderen. Wir machen einige Dinge gut, in einigen Fällen profitieren wir auch von Dingen, die wir lieber nicht tun sollten, nicht zu weit von hier entfernt. Am Paradeplatz zum Beispiel, auf alle Fälle. Die Situation der Schweiz unterscheidet sich wesentlich von der in anderen Ländern. Wenn wir schauen, wenn wir das Lohnniveau schauen, dann dürfen wir nicht nur auf die Länder schauen, wo Lohnstatistiken erhoben werden, sondern müssen wir auch auf Länder schauen, wo die Leute so wenig verdienen, dass man es fast nicht mehr zählen kann. Nicht? Und in den Entwicklungsländern wird geschuftet und gearbeitet für uns für immer weniger Geld. Also wenn bei uns das Lohnniveau vielleicht geblieben ist, dann ist es in den Entwicklungsländern markant gesunken, und in Ländern wie die USA, immerhin die Wirtschaftslokomotive der Welt, ist es auch gesunken, im Durchschnitt der letzten 25 Jahre. Also, den schärfer werdenden Konkurrenzkampf habe ich schon erwähnt. Es geht ja mittlerweile so weit, dass man im Kindergarten muss man sich schon fit machen für den Arbeitsmarkt. Nicht Frühenglisch oder die ganz weit denken, vielleicht Frühchinesisch. Ich weiß es nicht. Also der Konkurrenzkampf wird jeden Tag schärfer. Dann, als Konsequenz, das ist natürlich ein Gesellschaftsvertrag, der ist unmöglich zu erfüllen. Es ist ein Schneeballsystem, verboten in der Schweiz. Es ist ein Kettenbriefsystem. Es funktioniert nur, solange die Finanzwirtschaft mit ihrer Lösung, in Anführungs- und Schlussstrichen, durchkommt. Wie löst die Finanzwirtschaft das Problem dieses verrückten Geldes? Es werden immer neue Kreditnehmer geschaffen. Weil nur über Kreditnehmer kommen neue Mittel in den Umlauf, und nur mit neuen Mitteln können die Schulden und die Zinsen bezahlt werden. Also braucht es immer neue Kreditnehmer. Und wer die Finanzgeschichte der letzten 30, 40 Jahre anschaut, der merkt, dass mit allerlei windigen Titeln immer wieder neue fiktive Sicherheiten geschaffen wurden, damit irgendwer noch Kredite gekriegt hat mit Hinterlegung von irgendwelchen Schrottpapieren, haben die Banken dann doch noch Geld gesprochen und Kredite gesprochen. Und weil solange das System funktioniert und das Geld in den Finanzmarkt geht und die Preise steigen, solange funktioniert es. Aber realwirtschaftlich ändert sich überhaupt nichts, mit Ausnahme der großen Umverteilung. Zweite Konsequenz oder zweite Lösung dieses verrückten Geldsystems ist, es braucht ewiges Wachstum. Warum, denken Sie, ist die Wirtschaft derart abhängig von Wachstum? Das ist die Antwort. Wenn ich 1% mehr Lohn habe, oder wenn wir 1% mehr Lohn haben,
am Jahresende dann denken, ja, ist okay, gut. Wenn die Wirtschaft 1% mehr macht, dann herrscht Krise. Dann wissen die nicht mehr, wie sie mit den steigenden, Schulden zurande kommen, weil einfach unsere Wirtschaft braucht mehr als zum Beispiel 1% Wachstum. Deswegen ist Nullwachstum für unser Wirtschaftssystem ein absolutes No-Go. Es würde zusammenbrechen. Weitere Konsequenz, was wir haben, wird einfach noch besser ausgebeutet. Die Zitrone wird einfach noch mehr ausgepresst, bis zum geht nicht mehr, kennen wir alle. Ich kann ein bisschen vorwärts machen. Nicht, was ist der Effekt, der unter dieser Entwicklung steht, ist das exponentielle Wachstum. Nicht? Denn die Zinsfunktion ist eine Exponentialfunktion. Das heißt, das Wachstum nimmt, es ist nicht ein lineares, sondern es steigt zuerst langsam und am Schluss steigt es sehr rasch an. Das kommt in der Natur nicht vor. Die Natur wächst natürlich, also zuerst schnell, dann langsam und am Schluss fällt es wieder zusammen. Das exponentielle Wachstum kommt allenfalls bei Krebszellen vor, das ist dort, wo man es kennt. Aber sonst kommt es in der Natur nicht vor. Wir haben keine Ahnung, wir haben einfach keine persönliche Erfahrung, wie exponentielles Wachstum funktioniert. Und der Alfred Bartlett, den dürfen Sie ruhig mal googeln, das ist ein Physikprofessor aus Kalifornien, mittlerweile emeritiert, und er sagt, der größte Fehler des Menschen ist, dass er die Exponentialkurve nicht versteht. Hat einen ganz tollen Vortrag, etwa 10 Minuten, auf YouTube oder so, kann man den sich ansehen. Wirklich tolle Geschichte, wer das erzählt. Hier sehen wir eine exponentielle Kurve, das ist die Entwicklung des Wachstums der Weltbevölkerung. Da, ungefähr da, wurde das moderne Geld erfunden. Und es ist meine Überzeugung, dass das war die Gründung der Bank von England. Gut ein paar Jahre vorher, etwa 1680, wurde die Bank von Schweden gegründet, nach einem ähnlichen Modell, aber allgemein geht man davon aus, dass die Gründung der Bank of England 1694, dass das die Geburtsstunde des modernen Bankwesens ist. Die Grundlagen haben schon die Goldschmiede aus dem Mittelalter haben schon entwickelt. Aber damals wurde, wie gesagt, das Bankwesen, das moderne Banking gewissermaßen erfunden. Und für mich ist auch der Zusammenhang der exponentiellen Entwicklung auf der Erde mit dem Geld eine ziemlich logische Folge. Das ist die Entwicklung der Geldmenge, und zwar der amerikanischen Geldmenge. Das ist die maßgebende Geldmenge auf der Welt, das ist die wichtigste Reservewährung, die immer noch von den meisten Zentralbanken gehalten wird. Wir haben noch 3 Minuten. Wichtig bei der Exponentialkurve, oder immer wenn Sie eine prozentuale Zunahme sehen, wenn Sie irgendwo lesen, 3% mehr, denken Sie immer, Exponentialkurve steht hinten dran. Und sehen Sie nicht den kleinen Ausschnitt aus der Grafik, der da so nett und langsam ansteigt. Schon stellen Sie sich immer einen Hockeystock vor. Das ist das adäquate Bild für die exponentielle, für die Exponentialkurve. Lange, 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 lange passiert nicht viel und am Schluss. Die Hauptsache kommt am Schluss. Und da stehen wir jetzt. Einen weiteren Namen, den Sie sich merken können, ist Chris Martensen. Das ist ein ehemaliger Unternehmer aus den USA, der auch plötzlich kapiert hat, was mit dem Geld geschieht. Er hat sein Haus mit 6 Badezimmern, glaube ich, schreibt er, an der Meeresküste verkauft. Und er ist ein sehr guter, er ist didaktisch sehr gut und hat einen wunderbaren Crashkurs zusammengestellt, bei dem man sehr viel lernen kann über die Funktion des Geldes, die Ressourcen, wie die alle ausgeplündert werden und die ganzen Zusammenhänge. Wunderbarer Kurs, können googeln, Martensen und Crashkurs, und dann kommt man zu seinem Kurs. Er geht, ich weiß nicht, etwa 20 Einheiten, jede. Wo ist der Mark?
jemand im Saal, der die Übersetzung gemacht hat. Also, lohnenswerter Kurs, aber man muss ein bisschen Zeit aufwenden. Und der Chris Martinson bringt das Beispiel mit dem Fußballstadion. Und er sagt, er hat eine magische Pipette. Nach einer Minute kommt ein Tropfen rein, nach zwei Minuten zwei Tropfen, nach drei Minuten vier Tropfen, nach fünf Minuten und so weiter. Immer eine Verdoppelung, jede Minute. Frage, wann ist das Stadion voll? Ich hoffe, ich zitiere es richtig, ich glaube, es sind 49 Minuten. Wann merkt der Mann da oder der Mensch irgendwo in den Rängen, dass es gefährlich wird? Ich würde sagen, wenn der Wasserstand etwa 2 Meter ist, nicht? Also die sehr aufmerksam merken dann, oh, jetzt passiert etwas. Eigentlich merkt man es spät. Aber ich würde mal sagen, wenn das Wasser 2 Meter hoch ist, und da geht es noch genau 3 oder 4 Minuten, dann ist das Stadion voll. Und in dieser Zeit kann sich niemand mehr retten. Und in dieser Situation ist unser Finanzwesen auch. Wir sind jetzt in einer Phase, wo alles sehr schnell geht. Nicht früher hat es, als ich klein war, gab es irgendwie alle 3, 4 Jahre eine wichtige Konferenz mit einem wichtigen Vertrag. Heute bald alle paar Wochen müssen die Welt retten, die Weltenlänge, also alles geht viel in einem unheimlichen Rhythmus, die Zahlen werden auch immer länger, Milliarden gab es früher in meiner Welt eigentlich fast noch nicht, heute sind wir bei den Millionen. Wo stehen wir? Also, alle Staaten sind hochverschuldet, die Rückzahlbarkeit, die Rückzahlungsmöglichkeit auch bei AAA-Staaten ist eigentlich gleich null. Deutschland gilt allgemein als solide und finanzkräftig, hat auch AAA-Rating, also AAA-Rating. Und die Deutschen haben natürlich auch einen Plan für die Rückzahlung ihrer Schulden. Nicht? Sie wollen ein bisschen amortisieren. Nach ihren eigenen Plänen, halten sie aber nicht ein, aber nach ihren eigenen Plänen ging es irgendwie 640 Jahre, dann wäre Deutschland schuldenfrei. Also, wir können das vergessen, dass die Schulden zurückbezahlt werden. Es ist in unserem System auch nicht erwünscht, weil Schulden Geld sind. Schulden sind Geld. Und deswegen ist es auch nicht erwünscht, dass man die Schulden zurückbezahlt. Aber wichtig ist dann schon, wer welche Schulden zurückbezahlen muss und wer nicht. Und da kann ich noch ein kleines Umverteilungskapitel öffnen. Wir haben ja gesehen, wie unser Geldsystem bei unserem Geldsystem eine eingebaute Umverteilung hat. Sie hat auch eine politische Umverteilung. Nicht? Wir werden politisch, je länger, je mehr entmachtet. Und ich kann Ihnen sagen, bei der nächsten Krise wird es nicht um 68 Milliarden gehen wie bei der UBS, sondern da wird es vielleicht um 200 oder 300 Milliarden gehen. Und wir werden kein Wort dazu zu sagen haben. Überhaupt nichts. Also die Umverteilung von politischer Macht, die findet auch bei uns statt, die findet überall statt, sie geht weg von den Bürgern in Gremien, die wir nicht genau kennen. Sparmöglichkeiten sind beschränkt, das wissen wir aus Griechenland und anderen Orten auch. Die neuen Schulden werden teurer, Italien erlebt das jetzt wieder, da hat man vor 4, 5 Wochen hat man aufgeatmet, gedacht, Italien ist über den Berg, die Zinsschulden sind, die Höhe ist gesunken, jetzt ist es wieder mehr in der Tendenz. Das ist eine Spirale, die sich beschleunigt. Fazit, Geld ist ein Zahlungsversprechen, das nicht eingehalten wird. Das ist unser heutiges Geld. Jetzt kommt eine Folie, zu der ich nicht viel sagen muss. Blick ins Morgen. Ja, ich gehe schnell weiter. Haben Sie alle gesehen? Also, was kann man tun? Es gibt natürlich viele Dinge, es werden auch viele Dinge vorgeschlagen. Heute Abend hören wir vor allem von der Vollgeldreform. Da kommt jetzt Philipp Mastrolardi, der wird erklären, wie die funktioniert. Ich persönlich glaube,
dass eine Währungsreform nicht zu verhindern ist. Wir werden nicht darum herumkommen, den Zähler auf Null zu stellen, und wir tun besser daran, uns frühzeitig mit dieser Möglichkeit zu befassen und dafür zu sorgen, dass die nach demokratischen Regeln abläuft und nicht nach irgendwelchen Hinterzimmerkonzepten, die da umgesetzt werden. Ich muss auch noch das Freigeld erwähnen. Das Freigeld ist eine Entwicklung von Silvio Gesell. Der hat eine interessante Feststellung gemacht. Er hat gesehen, dass das Geld gegenüber der Warenwelt einen Vorteil hat. Es behält seinen Wert, es ist ständig umtauschbar, und er hat gesehen, dass ein solches Geld, das der Warenwelt überlegen ist, uns alle ein bisschen irre macht und wir eigentlich mit diesem Geld keine nachhaltige Wirtschaft machen können. Und er hat ein Geld entwickelt, das im Wert ein bisschen sinkt. Er sagt, Geld ist eine öffentliche Einrichtung, wie die Güterwagen, das Schienennetz. Wer einen Güterwagen hat und ihn nicht braucht, der muss seine Standgebühr bezahlen. Wer Geld hat und es nicht ausgibt, wer es irgendwo aufbewahren will, der muss seine Gebühr bezahlen. Das war ungefähr seine Idee. Ich finde sie gut, deswegen erwähne ich sie. Ich finde, alternative Geldsysteme aufbauen ist wichtig. Ein sehr interessanter Mann, Bernard Dieter, der hat bei der Belgischen Zentralbank gearbeitet, ist Professor für Finanzwissenschaft. Er hat festgestellt, dass unser Finanzsystem hocheffizient ist, aber dass die maximale Effizienz unseres Finanzsystems eigentlich nicht nachhaltig ist. Die Systeme, die sich auf mehrere nicht so effiziente Beine abstützen, dass die viel nachhaltiger sind. Also alternative Geldsysteme, individuelle Vorsorge, das wäre es. Oh, 5 Minuten habe ich überzogen. Weitere Informationen, muss ich sagen, wo es die gibt. Werden Sie Mitglied beim Verein Monetäre Modernisierung, kaufen Sie das Buch. Die Vollgeldreform, das ist nicht von mir. Überhaupt nicht. Also, das Buch, das gibt es da hinten zu, ich selber mache den Zeitpunkt, da hat es immer wieder Geld eben drin, auch noch viele andere. Ich mache auch ein Buch, das heißt das nächste Geld, das scheint Ende Juni, man kann es bestellen, mail@zeitpunkt.ch. Dann hat es hier draußen dünn und praktisch Occupy Money von Margaret Kennedy. Die hat mich vor 25 Jahren geldmäßig bekehrt. Ich bin ihr immer noch dankbar. Bernard Lieter, ein Buch geschrieben, Die Zukunft des Geldes, ist leider schon 10 Jahre alt, aber ist wirklich sehr fundiert, schreibt auch gut. Und wer es ein bisschen anspruchsvoller mag, Yannis Yaroufakis, der globale Minotaurus, eine Neuerscheinung, wo er im Detail erklärt, wie die Schulden der Amerikaner unser Leben schwer machen. Wir wollen aber das andere, wir wollen es gut machen, und dann erreichen wir diesen Zustand hier. Ich danke Ihnen für eure Aufmerksamkeit.